Das ist die stationäre Laserschweißanlage SL160 mit motorischem Tisch, Joystick und CNC-Steuerung. Die Laserleistung ist bis auf 400 Watt aufrüstbar. Die Besonderheit der Anlage ist, dass die Aufrüstung auch nachträglich erfolgen kann. Der Kreuztisch hat eine Belastbarkeit von 250 Kilogramm. Die Anlage kann manuell, halbautomatisch und vollautomatisch betrieben werden. Mit der motorischen Drehachse verfügt diese Laseranlage über 4 automatisierte Achsen. 2 motorisch gesteuerte Vertikalachsen sind zusätzlich über Handtaster einstellbar. Einmal zur Positionierung des Lasers und zusätzlich die Z-Achse zur Positionierung des Bauteils über dem Kreuztisch. Beide Achsen können auch gleichzeitig bewegt werden. Der Laserresonator ist durch ein zusätzliches Gelenk schwenkbar. Der Resonator lässt sich außerdem mit der Führungsschiene über dem Werkstück positionieren. Am Benutzerpanel stehen 50 Speicherplätze zur Speicherung von Schweißparametern zur Verfügung. Eine Besonderheit: Das Gerät verfügt über Sensoren in jeder elektronischen Einheit, sodass bei Fehlfunktionen ein Fehlercode generiert wird und auf diese Weise die Problembehandlung deutlich vereinfacht wird. Neben der Fehlerdiagnostik ist eine Vielzahl weiterer Prozessparameter abrufbar, wie zum Beispiel die Pulsrate. Laufzeitparameter wie die Anzahl der Betriebsstunden können ebenfalls ermittelt werden. Die Diagnosefunktion bietet neben der schnellen Lokalisierung von Fehlerquellen durch Fehlercodes weitere Analysefunktionen. Neben dem Fehlercode wird zusätzlich der Zeitpunkt des Fehlerfalls protokolliert. Durch die Anzeige der Bauteilgruppe kann die Fehlerquelle auch ohne Anleitung und ohne laserspezifische Kenntnisse vorab eingegrenzt werden. Zur Einstellung des Kreuztisches stehen 3 Betriebsmodi zur Verfügung: manuell mit dem Handrad, halbautomatisch per Joystick oder vollautomatisch über Touchscreen-Display und der optional verfügbaren CNC-Steuerung. Die 4 Achsen der Laseranlage sind ebenfalls mit dem Joystick bedienbar. X, Y und Z-Achse und auch die motorische Drehverrichtung lässt sich durch Zuschalten bedienen. Die Geschwindigkeitsänderung für den halbautomatischen Betrieb erfolgt über das Plus- und Minuszeichen direkt am Joystick. Die aktuelle Geschwindigkeit kann man im Display ablesen. Das Touchscreen-Display dient zur Programmierung von Bewegungsprofilen. Außerdem hat man die Möglichkeit, auch einzelne Achsen abzuschalten. Der Tisch kann manuell über Handräder oder über den Joystick positioniert werden. Durch ein Teach-In-Verfahren können Bewegungsprofile aufgezeichnet und später vollautomatisch abgefahren werden. Standardmäßig stehen 10 Speicherplätze zur Hinterlegung von Fahrprofilen zur Verfügung. Jedes einzelne Profil kann durch Teaching von 10 Punkten erstellt werden.
Einzelne Profile können hintereinander abgespielt werden, sodass insgesamt über 100 Punkte speicherbar sind. Die Erweiterung dieser Funktion ist auf Anfrage möglich. Auch komplexe Bearbeitungsbereiche können somit vollautomatisch behandelt werden. Kreisprofile mit variablen Radien sind ebenso möglich. Alle Schweißprofile können mit einstellbaren Fahrgeschwindigkeiten genutzt werden. Durch ein Offset-Verfahren werden darüber hinaus auch Flächenfüllungen realisiert. Auftragsschweißen und Schweißprozesse werden somit in einem breiten Anwendungsspektrum automatisiert durchführbar. Nun zu den Anwendungsmöglichkeiten der Anlage am Beispiel eines Kreisprofils. Durch Betätigen des Startknopfes wird das zuvor geteachte Profil sofort vom Lasersystem umgesetzt. Die Automatikfunktionen können auch direkt im Arbeitsbereich durch ergonomisch erreichbare Knöpfe gestartet und gestoppt werden. Einzelne Linienprofile können auch in beliebigen Polygonstrukturen wiederverwertet werden. Die markierten Punkte dienen der Orientierung. Zwischen den Punkten wird nun eine Sequenz von Linienprofilen abgefahren und diese dann auch mit Versatz in einem bestimmten Abstand wiederholt. Der Schweißvorgang beginnt am ersten Punkt. Das Gesamtprofil kann wie alle Profile mit unterschiedlicher Geschwindigkeit geschweißt werden. Das gleiche Profil wird jetzt mit einem Versatz abgefahren, um so mehrere Linien ohne Neuprogrammierung zu generieren. Wir setzen einen Abstand von 5 mm für eine zweite und dritte Linie an. Ganze Rasterprofile können so durch Kombination und Modifikation von Einzelprofilen unkompliziert, schnell und ohne Programmierkenntnisse umgesetzt werden. Durch zusätzliche Optionen kann die Anlage jederzeit auch für spezielle Anwendungen erweitert werden. Zusätzliche Drehvorrichtungen sind in das Automatiksystem vollständig integrierbar. Für spezielle Anwendungen beraten wir Sie gerne persönlich. Kontaktieren Sie uns direkt oder über unser Netz von Auslandsvertretungen.